Hallo meine Brillis und willkommen zurück zu einem wunderschönen White Vlog hier mit mir und mit euch. Und ja, heute ist es auch mal eine etwas andere Umgebung hier. Und zwar, ja, ich bin gerade auf der Arbeit, ich habe jetzt 2 Stunden Pause und ja, heute ist Dienstag. auf jeden Fall fangen meine Vlogs mal ein bisschen eher an als immer nur am Mittwoch. Ich habe ja meistens mittwochs frei und deswegen fange ich da meistens schon mal mittwochs an, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, aber ich habe gedacht, ich fange heute schon mal an. Dann kann ich euch nämlich schon mal zeigen, was ich hier heute in meiner Pause mache. Und ja, ich kann euch nur leider noch nicht das Bild zeigen, was ich jetzt die letzten 2 Tage so ein bisschen gepaintet hatte. Aber das kennt ihr auf jeden Fall. Das ist nämlich unser Seepferdchen, die Coralie von Trudis Diamond Painting Art Shop. Die zeige ich euch nachher zu Hause. Spätestens morgen. Muss ich mal gucken. Aber ja, es ist immer, das Intro ist immer so, finde ich manchmal ein bisschen so aufwendig, ne? Weil da muss ich immer alles aufstellen und dann brauche ich auch Ruhe. Manchmal quatsche ich auch 45 Minuten, wie der Vlog letzte Woche. Und ja, ich bin halt nicht alleine zu Hause im Wohnzimmer und deswegen ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber ist auch egal. So, hier bin ich jetzt alleine und schöner Hintergrund hier, ne? Ich habe mir den schönsten Fleck hier ausgesucht. Und ja, wie gesagt, ich habe alles mitgenommen, ne, was ich so machen möchte. Ich habe gerade was gegessen. Ich habe auch noch ein paar Käsewürfel hier am Start. Die esse ich gleich nebenbei. Und ich habe natürlich alles mit dabei. Einmal mein Täschchen von Tini Schnickschnack. Das nehme ich immer mit auf die Arbeit. Da ist nämlich alles drin. Da habe ich nämlich einmal hier so ein Schiffchen vom Steinchen sucht, die das alte Burgschiffchen. Und einmal mit dem Helmboden, weil ich hier keine Bilder painte auf Arbeit, sondern ich painte hier eher so Sticker und sowas. Und ja, da die sind ja meistens mit Rundstein und da funktioniert der, sagt mal schnell, da funktionieren die 9 Rillen nicht, weil die eher für eckige Steine gedacht ist, weil die ein bisschen enger gedruckt sind und hier bei diesen alten Schiffchen oder bei den älteren Schiffen, bei den Anfangsschiffchen, bei den Burgschiffchen von ihm, sind die noch normaler. Ne? Das heißt, da kriege ich auch wunderbar die Rundsteine rein. Dann habe ich hier noch diesen wunderschönen Deluxe-Stift, ne, für Sondersteine. Damit werde ich gleich einmal ein Actionbild painten. Und dann habe ich hier, der ist auch, habe ich auch mal bei Tini Schnickschnack geholt, mit so Meerestieren. Glitzer und Muscheln und sowas. Ne? Der ist immer ganz cute. Und natürlich ein bisschen Wachs habe ich auch mit dabei. Das heißt, in dem Täschchen ist immer so alle drin, was ich so brauche. Und ja, damit kriege ich die Sachen immer ganz gut rum. So, ich habe mir nämlich diesen wunderschönen Baum. Den habe ich euch im Action versus Teddy Hall, glaube ich, gezeigt. Da habe ich einige Sachen von Teddy gehabt und auch von Action. Bei Action habe ich ja 3 in diesem Stil ausgepackt und das war der 4., der damals nicht verfügbar war. Ja, und den habe ich mir jetzt mitgenommen. Ich habe den Schmetterling schon. Ich habe, was war das denn noch zu Hause? Den Kolibri, den habe ich gemacht. Dann mache ich heute den und dann liegt, ich glaube, die Libelle ist das. Die liegt noch zu Hause. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich die mal nächste Woche oder sowas. Dann habe ich auf jeden Fall alle 4 auf jeden Fall mal fertig gemacht. Das sind ja hier so Bilder auf dem Keilrahmen gespannt. Habe ich euch ausgepackt, habe ich euch mal gezeigt. Wenn ich gleich soweit fertig bin und hier noch ein bisschen Zeit habe, bevor meine Kollegin wieder auftaucht, kann ich euch ja mal meinen Fortschritt zeigen oder wenn ich fertig bin oder ich zeige es euch mit heute Abend. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Spätestens morgen zeige ich auf jeden Fall, was ich alles gemacht habe. Und dann habe ich noch von Amazon habe ich ja mal einen Haul gemacht und da sind diese süßen Schildkröten her. Die habe ich mir auch einfach mal mitgenommen, weil meistens brauche ich nicht so lange für das Bild. Und ja, mal gucken, wie der Tag heute wird. Und so ein paar Aufbewahrungsboxen habe ich mir auch noch mitgenommen. Das habe ich nämlich letzte Woche nicht gemacht. Ich habe letzte Woche so Sticker gepaintet, aber ich habe mir diese Box nicht mitgenommen. Und dann muss ich das alles wieder zukleben mit dieser Film und so. Das war irgendwie ein bisschen bescheuert.
Gut, ja, was passiert hier die Woche? Ich habe mir ein neues Bild bei Tini Schnickschnack bestellt. Und die fleißigen Instagram-Follower unter euch wissen natürlich auch schon, welches Bild es geworden ist. Fand ich eigentlich ganz cool. Blende ich es euch ein? Da blende ich es euch mal ein. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, genau, das Bild habe ich bestellt und ich finde den Stil halt ganz cool. Das ist nicht so quietschig. Mal finde ich quietschig ganz cool. Aber ja, ich finde immer, man muss auch so eine gewisse Mischung haben bei sich. Und genau, das hat mich voll abgeholt, das Bild. Und deswegen wird das auf jeden Fall gepainted. Genau, das habe ich bestellt. Dann kommt, diese Woche habe ich noch gesehen, Lavita-Saft kommt dann. Weiß gar nicht, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit Lavita-Saft angefangen habe. Die gute Darmgesundheit. Aber ist auch egal. Ich habe schon so oft da was von erzählt. Ist ja auch vollkommen egal. Heilerde habe ich jetzt angefangen, in Kapseln zu nehmen, um den Magen so ein bisschen auf Trab zu halten. Und, weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert, erzähle ich euch trotzdem. Und zwar habe ich jetzt in 2 Wochen, am 14. Oktober, habe ich eine Magenspiegelung gekriegt. Richtig geil. Ich habe so eine App, Doctolib oder wie das heißt, hat mir eine Kollegin empfohlen. Und die sagte, melde dich da mal an, buch mal einen Termin. Und dann kannst du ja immer drauf drücken, ob du einen früheren Termin haben willst. Muss natürlich schnell sein und so. Und so habe ich jetzt in 2 Wochen eine Magenspiegelung gekriegt. Richtig cool. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich möchte endlich von diesen blöden Magentabletten weg, ne? Naja. Gut, genau, das kommt die Woche und irgendwas anderes. Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Oder waren es nur die beiden? Tini ist auf jeden Fall unterwegs, das habe ich gesehen. Das ploppte dann nämlich gerade am Handy auf. Oh, kann sein. Irgendwas kommt bestimmt noch, aber das werde ich euch noch zeigen. So, ja, ich muss für morgen, für Mittwoch muss ich noch mein Action. Action? War ich bei Action? Doch, bei Action war ich. Mein Action Hall drehen, da wo ich noch die ein oder anderen Sachen. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Vielleicht filme ich euch die nachher nochmal mit, aber spätestens am Mittwoch werdet ihr das sehen. Das muss ich heute noch drehen. Oder ich kann es auch morgen drehen. Mal gucken, vielleicht painte ich. Doch, ich mache das so. Heute Abend painte ich. Morgen drehe ich das Video, weil es kommt hier erst abends um 18 Uhr raus. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Genau. Dann habe ich noch vor, morgen noch ein Video für den Monatsrückblick zu drehen. Ob der jetzt am Freitag kommt oder ob der nächste Woche kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, eigentlich müsste Freitag sein, weil ich habe auch noch von New Craft Day habe ich auch noch was offen. Da muss ich auch noch mal was zeigen. Nur das, was ich da bestellt oder was ich bestellen konnte, das war, ja, das ist nicht so viel, also das ist nicht so viel gewesen, dass ich da so ein riesen Video drüber drehen kann, weiß ich nicht. Also ich finde immer, so ein gutes Video von mir jetzt persönlich sollte schon so mindestens 15 Minuten, das meistens schon so 10 bis 15 Minuten. Aber wenn ich nur eine einzige Sache habe, das ist wirklich so, als würde ich das hier auspacken und ich bin nach 2 Minuten fertig. Ja, ich kann zwar gut drumherum quatschen, ja, aber das ist natürlich auch nicht interessant. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich das aufziehe oder ob ich noch irgendwie was anderes finde, was ich noch dabei nehmen kann. Ist auf jeden Fall was Weihnachtliches. Passt auf jeden Fall in die Jahreszeit rein. Ihr seht es ja, das ist schon wirklich eklig, ne? Also, gefühlt vor 2 Wochen hatten wir hier noch 25 Grad, 30 Grad und jetzt ist es so kalt und. Weiß ich nicht, ich bin auch müde. Ne? Also das macht ja auch einfach irgendwie ein bisschen psychisch was mit einem. Ich habe mir echt schon überlegt, weil hier, das seht ihr jetzt gar nicht, hier ist alles, aber ich kann mal zur Seite gehen, hier ist alles mit Teppich ausgelegt. Und ich habe da hinten um die Ecke, da ist so eine kleine Nische, da kommt gar nichts hin. Ne? Also doch, da kommt Licht hin, aber da kann keiner reingucken von draußen. Hier ist ja ein Fenster, wo man in den Laden reingucken kann, aber da hinten kann man nicht reingucken. Da lege ich mich dann schon mal manchmal mit so einer Isomatte hin. Nee, eine Isomatte, ist das eine Isomatte oder ist das mal eine Yogamatte? Ich glaube, das ist eine Yogamatte, aber ich benutze die mal als Isomatte. Und dann mit so einer Decke und mit so einem Kissen und dann, ach, das ist so toll. Dann mache ich mir mal irgendein Hörspiel an oder ich höre mir einen Podcast und dann höre ich davon nichts mehr. Aber nee, heute möchte ich eigentlich eher pennen, deswegen
lege ich mich da gar nicht erst hin, weil sonst bin ich nachher auch wieder so groggy. Und ja, ich habe ja morgen und Donnerstag ist ja Feiertag, habe ich ja frei. Ne? Und dann kann ich da wunderbar bisschen was schlafen, painten. Das, was ich möchte, ist irgendwie ganz cool. Ja, ich habe gestern wieder mit Sport angefangen. Ich war jetzt 7 Wochen, habe ich ja jetzt ausgesetzt wegen der OP und dann wegen meinem Magen und so. Und gestern habe ich wieder angefangen und ja, es war mal wieder ganz nett. Ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendwie weniger Muskelmasse abgebaut, dass mir das wesentlich schwerer fällt. Aber war gar nicht. War alles gut und jetzt kommt es wieder regelmäßig und da freue ich mich. Irgendwie freue ich mich ja schon drauf, aber es war schon echt eine Gewöhnung, ne? Also, dass man, weil man ja so lange einfach überhaupt gar nicht mehr da drin war, und sich dann erstmal wieder zu motivieren, um zu sagen, jo, ich mache das jetzt wieder. Ja, war ein bisschen schwierig, aber ist okay. Ich sehe aber auch so, wie so ein kleiner, braver Junge mit diesem Hemd aus, ne? Mann, Mann, Mann. Naja, egal, für die Arbeit reicht's. Okay, so, ich werde mich jetzt auf jeden Fall an mein Bild setzen. Wie viel Uhr haben wir? Ja, ich habe noch ein Stündchen Zeit. Gucken, ob ich das Actionbild dann fertig kriege. Mal gucken, also die Anhänger auf gar keinen Fall. Aber ja, mal gucken, was heute noch so los ist. Und dann werde ich ein paar Käsewürfel snacken und dann wollen wir mal gucken, was hier heute noch so passiert. Gut, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Entweder heute Abend zeige ich euch noch ein bisschen was, spätestens morgen zeige ich euch, wie weit ich bei dem Bild bin und was ich morgen gemacht habe und was ich mache. Und ne, hier ist alles wieder angekurbelt und ich habe schon wieder richtig Bock drauf. Und es hat mir irgendwie auch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Alles klar, wir sehen uns gleich. So, und ich hatte es ja euch gestern versprochen. Das ist die Rosalie für jeden, der es gestern nicht mehr wusste. Weil ich ja gestern aus dem Laden raus den Anfang gemacht habe. Das ist die Rosalie, die Coralie von Trudis Diamond Painting Art Shop. Und das Design ist von Sandriette. Eigentlich heißt das Bild richtig Pink Coral Dreams. Aber ich habe mal gefragt, wie sollen wir die Süße nennen? Und ja. Es wurde eine Coralie daraus. Das Bild hat 90 Farben. Ne? Da habe ich auch mal ein Unboxing zugedreht. Dürft ihr auch euch gerne mal anschauen. Und es ist schon recht konfettilastig, muss ich sagen. Es hat AB-Farben. Nee, nicht AB-Farben. Wie heißen die? Fairy Dust-Farben in Silber und mit Gold. Das sind diese mit goldenen. Die unten transparent sind, ist aber bei Trudi oder bei dem Hersteller jetzt so nicht schlimm, weil, wartet, ich muss mal eben gucken, wo haben wir so ein Fältchen da? Weil da sind keine Buchstaben drunter. Ne? Weil Tini hat ja mal das Problem, dass man das ja durchgesehen hat. Bei den Bildern, die sie jetzt aktuell hat, war das nicht so schlimm. Aber hier sind einfach keine Buchstaben, Zeichen, was auch immer da drin. Und deswegen ist das auch nicht schlimm. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo diese Steine finde. Da. Ja, da sieht das ja ganz gut. Also selbst wenn ich das Leibhead unten drunter anmache. Oh, das ist manchmal schwierig mit einer Hand. So, ja. Selbst dann seht ihr überhaupt nichts dadurch. Einfach nur der Glitzerschimmer. Und ja, ihr seht, ne, auch wenn ich das Lightpad anmache, leichte Lücken müssen immer ein bisschen sein, damit es halt sich auch nicht hochdrückt. Aber ihr seht auch, ne, ja gut, wie schön auch die Steine wirklich aneinander liegen. Ich bin immer noch und schon immer wirklich überzeugt von Trudi, ihrer Qualität. Wir hatten ja das Rainbow Photo Girl zusammen gemacht und das ist jetzt mein zweites von ihr. Und ein drittes ist auch schon unterwegs. Das habe ich mir bestellt. Ein ganz, ganz tolles Motiv. Und ja, da bin ich auch richtig gespannt. Ne? Das glitzert so schön, seht ihr ja. Und ja, schaut mal gerne
bei ihrem Show vorbei. Ne? Hier ist es viel Konfetti gewesen, 90 Farben, aber 90 Farben ist für mich immer noch vollkommen okay. Da kann ich sehr, sehr gut mit umgehen. Was ich nicht so schön finde, ist dieser Fleck unten. Also da überlege ich, ob ich da einfach die Steine austausche, weil das stört mich halt wirklich. Das hier oben finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Aber oder auch das stört mich, glaube ich, auch. Das passt da, finde ich, einfach nicht rein. Aber ist auch nicht schlimm, das kann man ja austauschen. Also die werde ich auf jeden Fall irgendwann austauschen und die werde ich auch noch austauschen. Hier drin, na, wenn wir das Glidepad mal wieder ausmachen, sehen die sehr, sehr schön hier drin aus. Das lasse ich auf jeden Fall da drin. Ich würde aber auch diese, bei Tini heißen sie Candy Stones, hier heißen sie jetzt Feenstaub mit Gold. Ich würde die mit Gold auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so unbedingt dann nehmen. Also hier, wie gesagt, sieht es okay aus. Ich finde die normalen Fairy Dust, also diese hier, ne? Ich guck mal, dass ich das einfange mit diesem silbernen Staub, wesentlich schöner. Das passt auch. Oder auch hier passt auch der goldene Staub ganz gut rein. Halt nur, da gefällt es mir nicht so wirklich. Und da stört es mich auch ein bisschen dran. Der Rest, da sind welche, hier sind welche. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Gut, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ich habe hier gestern zwei Felder gemacht. Das werdet ihr bestimmt an dem Reel, was ich gestern hochgeladen gesehen habe, dass hier noch zwei Felder waren. Das heißt, ich gucke mal, dass ich heute hier fertig werde. Und dann haben wir auch schon zwei Drittel dieses wunderschönen Bild schon fertig. Das ist 70x70. Das ist eines meiner größten Bilder, die ich aktuell mache oder gemacht habe. Und dann wollen wir mal gucken, was noch alles so kommt. Also vom Steinchensuchti ist noch nichts da. Da erwarte ich ja noch was von. Und ich denke mal, das wird sich aber auch auf nächste Woche hinziehen. Ja, und dann wenden wir mal einfach mal langsam los. Ne? Morgen ist ja auch ein Feiertag. Das heißt, morgen haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit. Und das wird auf jeden Fall gut. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. So, und schon haben wir Donnerstag. Ihr Lieben, ihr habt es, glaube ich, echt vermisst an diesem unaufgeräumten Gibt es zu. Es ist der Knaller. Naja, gut, okay. So, ihr Hübschen, schaut mal, die Coralie. Sie ist schon echt ein ganzes Stückchen weitergekommen, ne? Und ja, das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Also bis gestern bin ich hier hinten hingekommen und dann habe ich heute das hier gepaintet. Heute ist ja Feiertag und ich habe den Tag wirklich gut genutzt, muss ich sagen, denn ich habe heute ganze zwei Videos gedreht für euch. Und zwar habe ich einmal den Monatsrückblick. Der kommt morgen am Freitag raus. Den habe ich heute geschnitten und gedreht und ja. Der ist hochgeladen und dann habe ich noch ein Video für nächste Woche gedreht. Und zwar endlich habe ich die Box oder meine Tasche unter unserem Bett, da wo mein Stash von gependeten Bildern drin ist, endlich Teil 2 gedreht. Ne? Teil 1 hatten wir ja schon mal gehabt. Da habe ich euch schon mal meine Mappe von Tini Schnickschnack gezeigt und jetzt habe ich das auch mit den anderen gemacht. Da ist Diamond Art Club drin, da ist Teenie drin, da ist die Hobby-Ecke drin, da ist das Bild von Trudis Diamond Painting Art Shop drin, hier unsere Rainbow Girl, die wir ja schon mal gehabt haben. Das von Karat Art ist da drin. Also das werdet ihr nächste Woche Freitag alles sehen. Da werde ich dieses Video rausbringen zu meinem Stash und am Mittwoch. Das habe ich aber schon gestern, glaube ich, mitgedreht. Da kommt ein Video über New Craft Day. Ich habe es jetzt schon zusammengepackt. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da so einen kleinen Adventskalender. Eigentlich ist es eher so ein kleiner Aufsteller gewesen. Den habe ich von New Craft Day bekommen und den habe ich jetzt mal abgedreht. Und ja. Den werde ich jetzt auf jeden Fall mal zu Ende bringen. Genau, ne, deswegen, bevor ich das Filter gemacht habe, habe ich das Video gedreht, weil ich wollte den Monatsrückblick, da ist die Coralie ja mit bei gewesen. Und ich wollte das nicht mit dem Coverpaper drauf machen. Und deswegen habe ich
das ohne das Coverpaper gemacht und dann habe ich das Fältchen vorhin gepainted. Und schaut mal, wie wunderschön dieses Coverpaper ist. Also, das kam jetzt alles so hintereinander. Also, das passt ja jetzt auch wunderbar in diese Herbstzeit. Ne? Autumn, Hello Autumn, also Hallo Herbst. Ne? Auch dieses Motiv hier finde ich wunderschön. Ich werde ja immer mehr zum Menschenpainter, ne? Richtig, richtig cool. Von Lulala Cutest, ne? Wer es nicht weiß, da kriegt man diese wunderschönen Sachen genau. Wie das Stickerheft, was ich zum Beispiel mal bekommen oder was ich mir gekauft habe und so weiter. Da sind ganz, ganz tolle Sachen. Hat einen Shop bei Instagram. Schaut mal sehr, sehr gerne bei Lulana vorbei. Gut, dann, wie gesagt, ich habe das Fältchen gemacht. Ich werde jetzt das Girl hier gleich machen und ich denke mal, dann gehe ich ins Bettchen, weil wir haben nämlich schon halb 10. Wir waren nämlich gerade im Kino. Na, wir haben in Bones in Bochum im UCI haben wir Der wilde Roboter geguckt und das war ein ganz, ganz toller Kinderfilm. Ich wollte ja eigentlich den Joker gucken, zwei, aber das wollte meine bessere Hälfte nicht. Nee, es interessierte ihn nicht so und so. Und dann sage ich, ja komm, dann gucken wir den wilden Roboter. Und das war auch ein echt cuter Film. Also, schöne Message und kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Kinder habt. Und aber auch ohne Kinder, ganz toller Film, hat uns beiden echt, echt gut gefallen. Gut, dann werde ich jetzt hier einfach mal ein ganz kleines bisschen painten. Und wo ich das Girl hier gerade sehe, ich habe bei der Hobby-Ecke ein ganz, ganz tolles Bild gesehen. Und zwar nennt sich das Mia. Gucken, ich blende euch das hier einfach mal irgendwo ein. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Und ja, ich überlege mir gerade noch, ob ich mir das bestelle, ob ich mir das nicht bestelle. Es ist irgendwie genau mein Ding. Ist da, glaube ich, 60 oder 70 Farben. Ich glaube, 60 hat Fairy Dust Farben. Und es ist ein super, super schönes Motiv. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich so zum Menschenpainter werde, aber ja, das der Stil irgendwie, der Geschmack, er verändert sich irgendwie gefühlt immer weiter und ja, auch da, auch dieses Bild hier wäre auch richtig cool, so als Diamond Painting Bild, ne? Ja, schöne Herbstfarben und ja, ich freue mich. Ja, ich weiß manchmal gar nicht mehr, wann ich hier was painten soll. Aber okay, das ist ja mein Ding. Gut, dann hatte ich euch ja auch nochmal gefragt, wollt ihr den Teenie-Schnickschnack-Kalender ausgepackt haben oder nicht? Weil Teenie hatte ja gebeten, dass man nicht so viel spoilert. Das hatte letztes Jahr gut geklappt und deswegen war ich da so ein bisschen fraglich. Na, mache ich es ja, mache ich es nein. Aber eure Resonanz hat auf jeden Fall gesagt, ja, bitte pack ihn aus. Ich werde aber ganz klar vorher sagen, dass es ein Spoiler ist. Wenn ihr das nicht sehen möchtet, dann schaltet ruhig ab. Dann guckt euch den auf jeden Fall nicht an. Genau, weil ich halt alles nacheinander irgendwo auspacke. Ich weiß noch nicht, ob ich es nacheinander auspacke, also von 1 bis 24, oder ob ich das einfach willkürlich auspacke, damit ihr zumindest nicht unbedingt genau wisst, was wann kommt. Also klar, am 24. ist ein Bild drin, das kann ich euch jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht verheimlichen, so viel wie aus dem Video und so und aus der Erklärung von Tini wissen. Aber ja, da muss ich nochmal gucken, ob ich es querbeet mache oder ob ich es nacheinander mache. Aber da werde ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen. Gut, ja, sonst habe ich schon alles gepackt für morgen. Mein Sporttäschchen ist gepackt. Morgen gehen wir auch mal wieder zum Sport. Und dann, werden wir mal weiterschauen. Ich glaube, was ich euch noch nicht gezeigt habe, weil es ja gerade so liegt, ist diese wunderschöne Kuscheldecke. Die habe ich für eine Freundin gekauft, weil sie ein Kind gekriegt hatte. Und das ist so diese Kuscheldecke von Disney. Hier einmal mit Bambi, Dumbo und Simba. Hier haben wir einmal Bambi. Hier haben wir einmal Dumbo. Und irgendwo konnte man hier noch sehen. Da ist bestimmt Simba drunter, oder? Ja. Aber man, doch, da sieht man ihn irgendwie so ein bisschen. Die habe ich euch auch schon gezeigt, die Decke. Allerdings habe ich die für den letzten Vlog gedacht. Da habe ich euch auch noch ein paar Szenen zum Beispiel bei mir von Arbeit gedreht. Aber ja, dieser ist ja nie online gegangen,
weil ich nur dieses eine Video hatte und deswegen habe ich ja letzte Woche quasi so eine Art Podcast gedreht. Das hat sich ja jetzt diese Woche auf jeden Fall wieder normalisiert, ne? Dass wir da wieder einen no ganz normalen Vlog rauskriegen. Und genau, da hatte ich euch die gezeigt. Jetzt habe ich sie euch nochmal gezeigt, habe ich bei Aldi gekauft. Fand ich super cute. Und genau. Okay. Gut, dann werde ich mir jetzt einmal das Fältchen hier vornehmen. Und dann gehe ich gleich ins Bettchen. Und dann, wie gesagt, hören wir uns morgen. Gucken, was ich morgen schaffe. Ob ich morgen ein Fältchen oder zwei Fältchen mache. Weil morgen Abend werde ich diesen Vlog auch auf jeden Fall schließen für diese Woche. Hat den Hintergrund. Am Samstag hat eine sehr gute Freundin von mir ihren Junggesellenabschied. Und deswegen werde ich dann am Samstag auf gar keinen Fall zum Pennen kommen. Und deswegen, ja, werde ich den morgen Abend dementsprechend abdrehen. Hier kommt auch diese Woche nichts mehr. Doch, vielleicht kommt morgen noch Lavita. Das ist so ein Saft für die Verdauung. Weiß ich noch nicht, aber das ist ja noch nicht so interessant. Aber ich nehme euch bei sowas ja immer sehr, sehr gerne mit. Ne? Und genau, letzte Woche kam auch eine Sporttasche. Die habe ich mir bei Payback. Also meine Mama, die sammelt hier mal Payback-Punkte. Ich sammle die gar nicht so viel, aber das geht halt alles über mein Konto. Und dann habe ich da so einen Brief gekriegt, dass die eventuell, dass die bald oder jetzt Ende im September sollten die auslaufen oder in Oktober, ich glaube Ende September. Ja, und dann hat sie sich eine Pfanne ausgesucht und ich habe mir eine Sporttasche ausgesucht, weil meine alte war irgendwie zu klein. Und ja, dann habe ich mal eine ausgesucht, die genauso groß ist. Also auch wieder super Fail. Aber dafür habe ich eine neue Adidas-Tasche. Und ja, die hätte ich euch auch zeigen können. Aber wie gesagt, letzte Woche war ja nicht so eine gute Woche jetzt für mich. Und diese Woche ist alles wesentlich besser. Ich kann auch wieder besser essen. Wir haben gerade zwei Burger gegessen. Ja, hörte sich wieder viel an, war auch viel, aber ja, eigentlich bin ich so gewohnt, einiges essen zu können. Aber naja, gut, er lag ein bisschen oder liegt ein bisschen schwerer im Magen, aber ich kann es wieder richtig gut vertragen oder wesentlich besser vertragen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. In anderthalb Wochen habe ich eine Magenspiegelung und ja, da mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, wenn das euch interessiert, ich erzähle es euch eh, aber wenn es euch interessiert, dann werde ich euch davon auf jeden Fall berichten. Gut, wie gesagt, ich penne jetzt und dann sehen wir uns morgen wieder. So, ihr Hübschen. Und hier haben wir das Fältchen gestern geschafft. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt hier den Herbst heute noch machen. Und ja, dann ist die Woche hier auf jeden Fall vorbei. Ich war heute Sport machen und ja, mehr ist heute eigentlich ehrlich gesagt nicht passiert. Ich war heute arbeiten den ganzen Tag und jetzt werde ich mich noch ein bisschen ablenken mit so ein bisschen Painten. Also ein Fältchen haben wir hier noch. Wir gucken jetzt dann nebenbei noch die Ringe der Macht und ja, mal gucken. Genau, ich werde jetzt gleich den Vlog hier zu Ende drehen, zu Ende schneiden, also komplett schneiden, dass ich ihn heute Abend noch hochladen kann. Weil, wie gesagt, morgen sind wir auf dem Junggesellenabschied und deswegen werde ich da halt dementsprechend nichts machen und sonst schaffe ich das bis Sonntag nicht. Und von daher, ja, machen wir das genau so. Gut, dann danke ich euch für diese schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei beim Schauen und wie gesagt, das penne ich jetzt eben alleine fertig und ich werde euch im Anschluss auch noch den, das ist mir nicht gestern aufgefallen, ich habe ihn nämlich noch wiedergefunden, den ich von der Arbeit gedreht habe, da wo ich hier die Decke und so vorgestellt habe oder euch gezeigt habe, den setze ich euch einfach noch mit ans Ende dran, dann habt ihr den auch noch, dann ist der nicht verloren und dann wünsche ich euch ein ja, einen schönen Sonntag, eine bezaubernde Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Mittwoch kommt dann ein Video über New Craft Day. Der wird jetzt ein bisschen weihnachtlich. Freut euch auf jeden Fall drauf. Macht es gut und ciao. Hallo, meine Süßen. Ja, hier haben wir einmal das süße Kätzchen. Ja, diese Handyhalterung. Die habt ihr bei mir ja die Woche gesehen bei Paint Some Way. Und ja, so sieht sie gepainted aus.
Ne? Schaut doch mal gerne bei dem Video vorbei. Das war das Video von Mittwoch. Und ja, so sieht's aus. Finde ich ganz praktisch. Ne? Da gucke ich mir nämlich gleich was an in meiner Pause. Und in der Zwischenzeit habe ich mir jetzt heute diesen wunderschönen Schmetterling mitgenommen. Der ist von Action. Da habe ich auch mal so ein Ball gedreht. Das reflektiert ein bisschen. Und ja, den painte ich jetzt. Wir haben ein paar Steinchen. Und ja, das ist ja nicht so viel. Und oh, ich habe mein Mäppchen im Rucksack liegen lassen. Das muss ich gleich noch holen. Genau, ich habe gerade was gegessen. Ich war gerade bei Aldi. Hatte mir zwei Brötchen geholt. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ne, ich habe heute viel Zeit verplempert. Ich habe jetzt nur noch nicht mal knapp eine halbe Stunde noch, bis ich wieder arbeiten muss. Und ja, aber da schaffe ich auf jeden Fall ein bisschen was, vielleicht noch zwischendurch, je nachdem, wie viel wir auch gleich zu tun haben. Und ja, das begleitet mich heute. Was paintet ihr? Macht ihr auch mal zwischendurch so kleine Projekte? Oder seid ihr eher so diese Großpainter? Würde mich mal gerne interessieren. Und was ich richtig süß finde, ich kann sie jetzt nicht ganz so auspacken, aber da seht ihr, guck mal, hier ist ja so eine Kuscheldecke von Disney. Hier ist, glaube ich, das müsste Simba sein. Irgendwo, glaube ich, da ist Bambi. Ne? Die habe ich gerade bei Aldi gekauft, weil ich habe eine gute Freundin, die ist Mama geworden. Und ja, die treffe ich nächste Woche. Und da habe ich gedacht, komm, das bringe ich immer mit, weil ich fand das richtig, richtig süß. Und ja. So ist es. Alles klar, gut. Ich penne hier jetzt ein bisschen und ich denke mal, dann sehen wir uns gleich zu Hause vom Schreibtisch bestimmt wieder, denn ich habe fast den ersten Streifen von unserem Kuschelnest-Eisbären. Diamant, Torheit, ihre Schönheit wie ein Schein. Diamant, Torheit, strahlt so hell und rein. Diamant, Torheit, ihre Schönheit wie ein Schein.